Lieben, hier bin ich wieder mit meinem Hammer und Teig. Ihr seht, er ist gut hochgegangen. Ich muss jetzt dazu sagen, es sind für diesen Teig keine 5, sondern heute ist Tag 10. Das heißt, ich hatte es zwischendrin schon mal gefüttert. So, jetzt machen wir das auf. Es riecht jetzt sehr essighaltig. Das heißt aber nicht, dass es umgegangen ist, sondern einfach, dass der Teig Hunger hat. Heißt, wir nehmen uns einen großen Esslöffel und geben dem Hermann-Teig 3 Esslöffel Mehl anstelle von nur 2. So. Dann geben wir 1,5 Esslöffel Zucker rein. 1 und einen halben. Und dadurch, dass es sehr essiglastig ist, ist es sehr flüssig. Heißt, beim Wasser tun wir nicht wie beim Mehl 3 Löffel rein, sondern nur 2. Wichtig, mindestens lauwarm. So. Das Ganze. Dann nehme ich gerne die kleinen Löffel, rühre mir jetzt wieder um. Ups. Das dauert ein bisschen, weil durch das etwas weniger Wasser wird es fester, weil das war sehr flüssig, weil es hat halt schon Essig gebildet, weil es Hunger hatte. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, einfach füttern und ein bisschen mehr Mehl und Zucker und die normale Menge Wasser. So. Genau. Ist gescheit verrührt. So. Wie beim letzten Mal, wieder warmes Wasser nehmen und den Rand nach unten schieben. Damit es nicht trocknet und schimmelt. So, wie ihr seht. Na, ja, es ist hochgewandert. Das ist nicht gut. So. Genau. So. Jetzt schieben wir das Gummi auch wieder hoch, damit wir sehen, wo wir waren. Machen das Glas zu. Lassen das jetzt 3-4 Stunden vor sich hingären bei Zimmertemperatur. Dann wird es in 4 Teile geteilt. Und 2 Teile davon oder 3 Teile könnt ihr verschenken oder einfrieren. Hält sich so ungefähr 6 Monate. Und es dann auftaut und wieder füttert, könnt ihr gerade weitermachen. Und mit dem Teil, was ihr übrig lasst, könnt ihr ein Brot backen oder es gibt auf Chefkoch ein Rezept für den Hermannkuchen. Ich habe es auch noch irgendwo in meinen alten Schulunterlagen, aber da müsste ich jetzt gucken. Einfacher ist es, wenn ich die App aufmache und einen Chefkoch nachgucke. Aber wie gesagt, damit könnt ihr dann Brot, Brötchen, Kuchen, Muffins, was auch immer backen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, könnt ihr ein bisschen Natron als Starthilfe mit reintun, müsst ihr aber nicht. Genau, so, den lasse ich jetzt
zwei, drei Stündchen ziehen und dann sehen wir weiter. So, und während ich den Kartoffelsalat gemacht habe, ist unser Sauerteigansatz schon gut aufgegangen. Genau. Wie gesagt, den könnt ihr jetzt vierteln, in Froster packen, verschenken, damit arbeiten, wie ihr das wollt.